Durch die Corona-Schutzverordnung sind die Schulen in unserem Landkreis wieder geschlossen. Diese Maßnahmen sind angesichts der Reisefreigabe nach Mallorca, den geöffneten Baumärkten, schwer zu vermitteln. Um kommunal und politisch ein Zeichen zu setzen, haben Schüler und Eltern vor den Rathäusern unserer Gemeinden Schuhe abgelegt. Damit wollen die Eltern und Kids die Systemrelevanz von Kindern als unsere zukünftige Generation zeigen. Viele Schüler, so absurd es auch klingen mag, haben es satt, zu Hause zu sein. Sie wollen wieder in die Schule. Ja, wir würden gerne wieder in die Schule. Man kann halt nichts machen zu Hause. Und es ist schlecht zu lernen zu Hause ohne andere Kinder oder ohne die Lehrer. Ja, wenn wir was nicht verstehen, dann können wir nicht die Lehrer einfach fragen. Die Eltern haben es auch anders gelernt, als wir es jetzt lernen. Die verstehen das dann auch nicht. Auch der Kreiselternrat und die Bürgermeister der Landkreise machen darauf aufmerksam. Während der Kreiselternrat in seinem Brief Gesprächsbereitschaft anbietet und um Antworten bittet, zum Beispiel auf die Fragen, warum sind keine Raumfilter in ausreichend Mengen installiert oder warum würden für die Beförderung nicht mehr Busse eingesetzt, gehen die Bürgermeister unseres Landkreises sogar noch einen Schritt weiter. Sie bieten in ihrem Schreiben an den Ministerpräsidenten, und das finde ich wirklich sehr gut, Lösungsvorschläge an. Die Lösungsvorschläge, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, weil dass man das nicht falsch interpretiert. So wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass Schulen und Kindertagesstätten individuell in eigener Verantwortung versuchen, so viel Schulbetrieb wie möglich bereitzustellen. Je nachdem, wie die Schnelltests an den Schulen ausfallen, somit ist keine Abhängigkeit zum Inzidenzwert des gesamten Landkreises gegeben, sondern jeder kann für sich selber entscheiden, die Schule, ja, okay, wir machen auf, weil es ist doch wichtig, dass die Schüler wieder in die Schule kommen. Die positiven Wirkungen des Sporttreibens auf Körper, Immunsystem und Sozialverhalten unterstreichen die Bürgermeister. Sie schlagen vor, dass Individualsport sowie Sport von Kindern in Gruppen unabhängig vom Inzidenzwert möglich ist. Beim Einzelhandel, wo es ja bereits tragfähige Hygienekonzepte gibt, wird eine Rückkehr zum Click und Meet unterstrichen. Auch hier wird vorgeschlagen, dass beim Handel sowie auch bei der Außengastronomie Kommunen eigenverantwortlich handeln und Öffnungsvoraussetzungen nach entsprechenden Hygienevorschriften erlauben dürfen. Auch bei Kultur, Freizeit und dem Umgang mit der Außengastronomie wird eine größere Eigenverantwortung der Entscheidungsträger hier vor Ort vorgeschlagen, sodass man trotz Einhaltung von Hygienevorgaben lokal den Bürgern eine Perspektive für unser soziales Wohlbefinden geben kann. Unterschrieben wurde das Schreiben vom Landrat Herrn Hensel und von 20 Bürgermeistern, darunter auch unserem Bürgermeister Herrn Barthold.